Nee, erst gehen wir zu Daisy Diesel und helfen ihr. Ey, Willi, du kannst immer nur an dich und deinen komischen, egoistischen Weltraumpläne denken. Du hast Freunde. Okay, vielleicht sind das gar nicht deine Freunde. Du tust nur so und zwingst sie dazu. Vielleicht bezahlst du sie auch dafür. Hallo, Weiß ich nicht. Willi, du Werkler. Gut, Komm, dass du da gib bist. her. Ja, jetzt hole ich mit dem Gib her. Kran den Meteorit hoch. Danke. Das war auch höchste Zeit. Tja, Wenn der ist du könntest gigantisch. recht haben. Mit Wenn der. dem Auf- und Okay, das ist echt Abseil klein. steuerst du die Höhe des Krans, mit den Richtungspfeilen Muss seine das so, dass der Reichweite. keine Besteht Textur der hat? Ausleger aus mehreren Teilen, steuerst du sie mit den Ziffertasten 1, 2, 3 oder 4. Die Baggerschaufel öffnest und schließt du mit der Leertaste. Probier's mal aus. Wow. Ey, ich hab. Ach nee, ach nein, das ist so ein Auswahlrahmen da dann. Leg das auf die Ladefläche. Leg das auf die Ladefläche. Wow. Ich hab einen Krahorn. Ich hab einen Krahorn. Wow. 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 So, dahin. Das ist schon die nächste Einstellung. So, Plöpp. das hätten wir. Also, wenn du mit dem Alles Wagen durch die klar. Gegend fahren Wenn ich darfst, den wundern das Meteorit nicht. zu Fite Ferrum bringe, könnte er ihn einschmelzen und daraus Schutzschilde für das Raumschiff schmieden. Danke, Willi. Schutzschilde. Das ist lieb. Kein Problem. In tief. Ich wette, es gibt später noch Plasmakanonen und sowas. Oh Mann, nee, kann nicht sein. Das ist ja so ein super Wissenschaftsspiel. Hier, Moin, komm her. Willi. Du, Fite. Friss Kannst du das. mir mal helfen? Ich muss den Nö, der Meteoriten Hund. einschmelzen, den ich von Daisy habe. Daraus will ich eine Oh, Raumschiffspitze. Danke. Giraffentür. Wusste ich's doch, dass ich mich Giraffenkran. auf dich verlassen kann. Wenn ich fertig bin, bringe ich dir den Kram vorbei. Bist du nicht fertig? Fix und fertig bist du. Oh, es blinkt. Hallo Willi, hier ist Fiona. Ich muss dir was zeigen. Komm Jo. doch mal vorbei. Hey, gibt's so viel zu tun, du kommst gar nicht zum Raumschiff fliegen. Vielleicht sollte man eine Spritztour zum Mond machen und den Fotoapparat suchen. Ja. Vielleicht sollte man aber auch erstmal seinen Freunden helfen, wie gesagt. So. Hier wohnt Viola Wallmann, Irgendwann geht's sicher nicht die mehr weiter und dann muss man Plappertasche durch mit die dem Gegend grünen fliegen. Daumen. Guck mal, was ich gefunden Wow. habe. Eine Balalaika. Wow. Früher habe ich viel darauf gespielt, aber jetzt nicht mehr. Meinst du, das wäre was für Boris? Eine russische Balalaika. Für Boris, ja. Ja, bring ich ihn mal vorbei irgendwann. Und noch einer. Hallihallo, Viola hier. Hast du Boris schon die Balalaika? Sehr gut. So, Ich habe den wow. neuen Prozessor im Labor installiert. Jetzt kannst du mehr über die Planeten erfahren, Willi. Na, sieh mal einer an. Vielen Dank. Das kommt genau richtig. Billy? Danke. Muss ja erst die Grafik ändern, dass sie nicht mehr da steht. Zu Hause ist es am schönsten. So. Wo fliegen wir denn jetzt? Oh, interessant. Die Raumstation, Wie kann ich jetzt mehr darüber erfahren? die Erde, Wow. die Venus. Wow, keine Ahnung. Mond zum Landen, keine Ahnung. Kann man landen, keine Ahnung. Die Raumstation, die Erde, Die Raumstation, die Erde, die Raumstation. Wir fliegen jetzt aber woanders hin, wir fliegen jetzt zum die Mond. Erde. Der Mond. Der Mond. Der Mond. Der Mond hat keinen Namen. Oder? Die Raumstation, der Mond, Der Mond. der Mond. Der Mond. Der Du, Mond. Der. ich glaube, wir brauchen einen besseren Motor. Wie? Die Raumstation. Wie? Und wo krieg ich einen besseren Motor her? Verarschen. Naja, erstmal nochmal zur Raumstation fliegen. Ach so, ja, kann man ja über das kriegen hier. Für selbstgebaut Hey, gar nicht so schlecht. Gänsekuh. Das ist auch immer einfach wieder das Gleiche. Das ist auch keine Herausforderung, das ist einfach nur nervig. Yeah, wir docken an. Es war so anspruchsvoll. Oh So, nein. das hätten wir. So, das hätten Alles wir. klar. Ja, Mann. Alles klar. Vielleicht sollten wir die Hier Teile hast du deine als Re Balalaika.
Balalaika, hier, da. Das schickt dir Viola Wallmark super, aus Tiefwasser. Ne? Balalaika. Aber was ist das denn? Eine Balalaika. Drogensüchtig aus meinem lieben Russland. Herr oh mein Gott. Die Klänge einer Balalaika sind Balsam für eine einsame Seele. Wieso kannst du jetzt auf einmal sitzen? Achso, das ist festgeschnallt. Hier bin? Okay, alles ich klar. Ich will ein Teleskop bauen, mit dem ich weiter in den Weltraum blicken kann, als es bislang möglich war. Mir fehlen aber noch Teile dafür. Dann ruf doch deine Kollegen von der Bodenstation an. Achso, ja, Bodenstation gibt's ja nicht bei so einer Raumstation. Die schwebt ja einfach so durch die Gegend. Guck mal, Willi. Wow. Hier hast du einen besseren Motor. Wow. Der reicht für eine Mondfahrt. Also krempel die Ärmel Danke. Und leg los. Du bist toll. Danke. 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 Ab zum Mond. Der Mond. Der Mond gibt es Wasser, hier? Keine Ahnung. Moment, jetzt vielleicht mal an, vielleicht sieht es ja anders aus. Nee, sieht bestimmt nicht anders aus. Oho, es hat geklappt. Oh, oh mein Gott. Bereit machen zur Landung. Was, Gegenschub? Also, mit den Pfeiltasten steuerst du das Raumschiff. Nach oben, links und rechts. Versuch's einfach. So, das hätten wir. Perfekt. Alles klar. Toll. Den Weltraumroboter gab's bei Mondauto dazu. Einfach so. Toll. Jetzt messen wir die Temperatur. Wow. Was ist das? Kann heiß werden. 110 Grad. Wenn es hier Wasser gäbe, wäre es schon verkocht. Luftkontrolle. Atmosphäre, Fehlanzeige, Atmen unmöglich. Jetzt messen wir die Schwerkraft. Was macht das für ein Geräusch? 18 Zentimeter, ein Meter höher als auf der Erde. So leicht ist der Mond im Vergleich zur Erde. Wenn du auf der Erde 20 Zentimeter springst, sind es auf dem Mond 1 Meter und 18 Zentimeter. Ach ja, ich wollte doch den Fotoapparat suchen. Dafür nehmen wir am besten das Mondauto. Kann man da drum halt? Ja, boah, wie schnell ist es? Ich muss schon sagen, das Spiel ist sehr umfangreich. Also deutlich umfangreicher als die ersten beiden. 3, 4 Teile. Kann man ab und zu vielleicht mal was machen, aber das hier, wow. Hä? Achso, jetzt. Was für ein Fund. Sam hatte recht. Hier Krass. Ist der alte Fotoapparat. Stell dir vor, wenn da noch ein Film drin ist, dann könnte Gordon den vielleicht entwickeln. Er kennt sich doch mit Fotoapparaten aus. Leg das auf die Ladefläche. Weiterfahren. Also wenn man jetzt auf jedem Planeten so rumgucken kann, dann finde ich das richtig cool. Oh mein Gott, hier geht's nicht lang. Oh mein Gott, gigantischer Krater. Zurück zur Erde. Pack einfach den Mars Rover wieder ein, der so groß ist wie dein Raumschiff. Passt schon. Ab zu Gordon Freeman. Was sagst du? Hallo, hier ist Erik. Mir ist da was eingefallen. Komm mal pronto vorbei, dann erzähle ich dir mehr. See you later. Moin, Willi. Du, ich hab dir eben das Oberteil für das Raumschiff gebracht, das du haben wolltest. Man dankt. Was kann das? Na, bestimmt ist das gut. Baust mal lieber ein. So. Flotte Kiste. Da habe ich den Fotoapparat. So, fahren wir weiter. Wie kann man blinken in dem Spiel? Fahren wir erstmal zu dem Typen. Der wollte ja was von uns, sonst vergessen wir das noch. So. Und dann noch zu dem Kamerafritzen. Wetten, der klaut uns einfach die Kamera und dann entwickelt er die Fotos und dann packt er die in seine Zeitung und dankt uns gar nicht. Ist bestimmt so. Vielleicht sollten wir ihn lieber Erik und das da sollte wahrscheinlich... Ja, ist ja gut. Das ist das wahrscheinlich so ein Kreisverkehr oder so.
Aber so einen eigenen Kreislauf eher am Boden. Hallo. Hi, Willi. Alter, ich habe eine voll coole Idee. Alter. Ein Konzert auf dem Mond. Super, oder? Allein kriege ich das nicht hin. Ey, kannst du mir nicht helfen und ein paar Lautsprecher rüberbeamen? Tja, ich habe eigentlich eine Menge zu tun. Na, mal sehen, was ich machen kann. Natürlich kann ich das machen, Junge. Willi. Ey, was kannst du eigentlich? Du hast überhaupt nichts zu tun. Du sitzt den ganzen Tag vor deinem gigantischen Computer und fliegst mit deinem ferngesteuerten Raumschiff durch die Gegend. Oh mein Gott, ich hab so viel zu tun. Ja, ja. Ich muss den ganzen Tag vor meinem gigantischen Flatscreen sitzen und Raumschiff fliegen. Und ich kann nicht mal einem Freund dabei helfen, obwohl es für mich gar kein Umweg wäre. Ja, ja. Hi, Willy. Hallo, du. Willy, glaubst du, auf anderen Planeten gibt's Lebewesen? Ich weiß nicht. Na, so groß wie das Universum ist, könnte das gut angehen. Irgendwo, in irgendeiner Galaxie. Irgendwann. Was glaubst du? Wie sehen sie aus? Hab ich noch gar nicht. Ey, komm schon, jetzt nimm das Ding. Wie wir nimm das Ding. Wie Buffer nimm das Ding. Gordon van Gogh? Bestimmt wie Buffer. Nimm das Ding. Nimm das Ding. Nimm das Ding. Nimm das Ding. Ey, hallo? Es ist doch Sam Scribbler. Oder sollte die gar nicht gehen? Hier wohnt der Wortverdreher und Journalist Fiona Falks Adlerhorn. Also, hier wohnt mein Alter, hier wohnt Daisy Diesel, hier wohnt Viola, hier wohnen die beiden französischen Leckermäuler, Gabriela Gourmet und Gaston Eric, Garçon. Das Konzert geht bald los. Ich brauche nur an die beiden zu denken. Ich muss doch mit von Winkelhock sprechen. Genau. Ich muss ja Gordon den Fotoapparat bringen. Er ist von Winkelhock. Hier wohnt Daisy Diesel, hier wohnt Viola Wallmark. Hier wohnt der Wortverdreher und Journalist Sam Scribble. Hier wohnen die beiden französischen Leckermäuler, Gabriela Gourmet. Hier wohnt Doris Digi. Hier wohnt Eric Erzorn, der Aufschnapp. Hier wohnt Daisy. Hier wohnt mein Alter. Also, das ist meine Sternwarte. Wer ist Gordon Winkelhock? Tja, hier ist Eric, du. Das Konzert geht bald los. Leg den Zahn zu. Egal. Hey, halt mal. Hey, was machst du da? Da will ich gar nicht hin. Ich will zum Mond. Ja, komm. Ist ja gut. Von hier schickst du Raumschiff. Ist ja gut. Hey, jetzt habe ich die nervtütende Nervensäge dabei, oder was? Ich finde es gut, übrigens gut, dass das Spiel nicht abstürzt. Ja, bin bereit zur Landung. Warte mal, ist er jetzt da mitgeflogen? Also, mit den Pfeiltasten. Bitte ist er mitgeflogen. Steuerst du das Raumschiff? Nach oben, links und rechts. Versuch's einfach. Ja, super Abbremsen. So, das hätten wir. Alles klar. Ja, vielleicht sollten wir die Lautsprecher da hinten bei Erik hinstellen. Ach, herrje, wir haben ja gar keinen Strom. Das geht so nicht. Du, Wippi, soll ich mich um alles kümmern oder du? Ich dachte, das wäre dein Ding. Klappe. Klappe. Ich fliege jetzt einmal schnell zur Raumstation. Die Raumstation. Ich glaube nämlich, dass das der Typ war, dem ich nichts bringen soll. Nee, das war Boris. Mist. Wer ist denn dieser? Ich weiß, wer es ist. Nein, ich will nicht zur Raumstation. Danke. Unmöglich. Lass uns lieber umkehren. Ab nach Hause. Nein, ich hab die Kamera natürlich nicht dabei. Natürlich ist ja auch völlig logisch, dass der eine Kamera braucht. Zum Entwickeln. Also ist ja nicht so, dass er Maler ist. Ja, ja. Fahren wir mal zum Maler. Maler. Wo ist er? Hier wohnt der Pinselschwenker Gordon van Gogh. Ja, das ist einer meiner also ältesten Freunde. Also links, rechts. Nein. Er malt immer. Doch, links, rechts. Ach, er malt immer. Na dann. Was musst du den ganzen Tag? Er baut immer. Was sind das da für komische Pferde, die irgendwie keinen... Na, egal. Weiterfahren und dann jetzt einfach rechts abbiegen. Zu der super geheimen Einzelstraße für den super geheimen Maler. Hier wohnt der Pinselschwenker Gordon van Gogh. Ja, im Boot. Hallo. Hallo, Willi. Du, wir haben auf dem Mond einen Fotoapparat gefunden. Aber, ne?
Das ist ja der Hammer. Ein alter Fotoapparat. Klasse, keiner ne? weiß, wie lange er schon dort gelegen hat. Bestimmt ein Jahr. Vielleicht ist auch noch ein Film drin.